15 Jahre später. Ein Job in Malaysia. Malaysia. Hey, deine Flasche ist nur noch zu einem Viertel voll. Willst du hochkommen? Nein, geht schon. Aber nicht bei Weizen. Wenn du ihn nicht bald findest, war's das. Ich finde ihn. Okay. Ich muss sagen, die Grafik ist sehr schön, ne? Es ist schön gestaltet. Ja, ansonsten holt euch das gerne. Oh, da blinkt was. Sie haben einen Schatz gefunden. Für nähere Untersuchungen Option drücken. Sammeln Sie Schätze, Tagebuchseiten, um optionale Gespräche, um Boni zu erhalten. Da ist wieder was. Hey, ich hab hier was. Was denn? Ein Rost, richtige Farbe. Vielleicht ist es an den Felsen zerschellt und... Hey, du nuschelst. Sorry. Sieht aus wie ein Stück unseres Wracks. Muss in der Nähe sein. Du machst mich neugierig, Drake, über sowas. Ah, da ist er ja. Ich hab ihn. Okay, wie sieht er aus? Mitgenommen, gut, aber intakt. Okay, na los. Morgen, Leute. Okay, bin drin. Sieht aus, als sei der Großteil noch festgeschnallt. Mal sehen, das sind eins, zwei, drei. Nach meiner Rechnung fehlen uns zwei Kisten. Ich werde sie suchen. Warte, komm lieber erst mal hoch und füll deine Flasche auf. Die Kisten müssen in der Nähe sein. Ha, hab eine. So schnell geht das bei uns Schatzsuchern. Mist. Kiste steckt unter dem Anhänger. Hör zu. Sicher erstmal die andere Kiste, dann heben wir den Anhänger für dich an. Siehst du, deswegen bekommst du das große Geld. Ja. Ha, auf die andere Kiste. Da war es nur noch eine. Sichere sie im Anhänger. Wir sind schon fast bei dir. Okay, bis gleich. So, ich hoffe, wir ertrinken jetzt hier nicht, weil uns der Sauerstoff ausgeht. Das wäre nämlich ziemlich doof. So, Kiste Nummer 1. Okay, eine Kiste gesichert. Gutes Timing. Wir sind direkt über dir. Wir lassen das Seil runter. Was für ein Seil? Nee, wir müssen ja tauchen. Hä, warum geht das hier nicht? So. Müssen wir auch noch selber hier ranspringen. Das passt schon. Solange wie der sagt, das passt schon, glaube ich dem das. Eine Meerjungfrau. Das zweite. Okay, Anhänger gesichert. Los geht's. Okay, noch Platz. Wir heben ihn an. Ja, na, ich warte. Soweit.
Und hoch damit. Okay. Reicht das? Ja, locker. Lass sie nur nicht fallen. Wir werden sehen. Okay, ich habe die andere Kiste. Ich mache sie mit den anderen fest. So, haben wir alle Kisten gerettet. Na los, komm schon. Geht doch. So, noch schön Spanngurte drum. Wir sollten hier schleunigst verschwinden. Ich hab noch Sauerstoff für 5 Flügel. Oh Mann. Hey, dann bleib doch noch ein bisschen unten. Vielleicht findest du noch ein paar andere Schätze. Nein, danke. Willst du mit? Gerne doch. Sag mir, wenn du am Seil hängst. Boah, ich würde jetzt gerne doch noch mal ein bisschen hier rumschauen. Ah, ich wusste doch, dass wir noch was finden. Die Schätze schauen wir uns später an. So, hier sind wir ja, glaube ich, hergekommen, ne? Genau. Dann schauen wir uns mal schnell hier um. Ob es noch irgendwelche Schätze gibt. Und ansonsten... Nee, scheint nichts mehr zu sein. Okay, ich bin bereit. Hol mich heraus. Wird gemacht. Und aufwärts. Solange wie jetzt hier kein Mega-Hai kommt. Tada! Was für eine Schönheit. Wie geht's? Oh, besser seit ich aus dem Fluss raus bin. Ich werde wohl eine Woche lang Fisch stecken. Wir kommen zu dir. Warte. Ich warte. So, dann seht ihr das doch mal von vorne, ne? Was geht so, Jungs? Erstmal die Watschelfüße ausziehen. Ja, ich freue mich auch. Wirf die Ausrüstung her. Bitte schön. Danke. Ah, ist das schön, endlich wieder auf dem Land zu sein. Das ist nur die Arbeit, oder? Drake, das war nicht mal der langsamste Tauchgang, den ich ertragen musste. Ist das ein Kompliment? Ich bin überwältigt. Weißt du, was mich überwältigt? Dein Gestank. Das ist voll ungerecht. Mir gefällt's, erinnert mich an deine Mom. Hohoho. Echt fies, Mann. Das werde ich dir auch sagen. Was?
denkst du? Vollständige Werbung? Vollständig. Ha, neben dir würden wir arm sehen. Ich lasse euch gut dastehen. Also wir finden auch so, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob wir schon in den ersten zwei Episoden oder Folgen Hey, wie lange dauert das denn noch? Wir haben das Ding gerade aus dem Wasser gezogen. Geben Sie uns eine Stunde. Drücken Sie auf die Tube. Wir müssen Fahrzeuge los. Och mein Gott. Willi der Fischer. Macht schon wieder Theater. Reden wir später drüber. Mein Held. Na komm, mal sehen, was du hast. Ernsthaft? Hey, lass doch nächstes Mal jemand anderen vor. Du brauchst eine Pause. Nein, nein, danke. Tauchen ist mir immer noch lieber, als im Büro zu sitzen. Ja, na gut. Wird aber etwas dauern, bis wir wieder tauchen. Was ist mit dem Job am Donnerstag? Mhm. Ach man, nein. Wurde unterboten. Das kann doch nicht wahr sein. Hey, die Konkurrenz schläft nicht. Na, dann sehen wir mal nach. Wärst du dann so frei? Ja, klar. Danke. Wenn da jetzt nur Fisch drin ist, dann gehe ich nach Hause. Das an? Das ist Kupfer. Tja, du wärst überrascht, wie viel das Zeug wert ist. Der Kunde zahlt gutes Geld für den ganzen Kram. Willst du es nicht lieber zu Pennys einschmelzen? Ach, na komm, gehen wir feiern. Die erste Runde zahle ich. Mit euch um die Häuser ziehen? Nein, 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 nicht ohne Gefahrenzulage. Wenn es euch nichts ausmacht, erledige ich schnell den Papierkram und zisch ab nach Hause. Ein andermal gern. Okay, wie du willst. Hey. Gute Arbeit heute. Danke, danke. Haben es natürlich gern gemacht, ne? Kupfer. Hey, hey, Nate. Nate, warte mal. Hey, was machst du denn hier? Ich habe ein Geschenk für dich. Geschenk? Was ist das? Ich habe Nachricht von meinem Kontakt über dieses Wrack vor der Küste von Malaysia. Oh nein. Das Schiff ist intakt. Ja? Die Fracht wartet nur auf uns. Du lässt mich locker, das muss man dir lassen. Das Geld für die Ausrüstung ist auch gesichert, wir sind startbereit. Bis auf meinen besten Mann. Der Mann, dem ich vertraue, der Einzige, er hat kalte Füße. Meine Füße waren noch nie warm. Sag mal, dieser Kontakt von dir, hat er die Genehmigung? Nein, er hat sie nicht. Okay, niemand hat eine verdammte Genehmigung. Natürlich. Aber nee, das ist doch zu unserem Vorteil. Keine Genehmigung heißt keine Konkurrenz. Das Schiff gehört nur uns. Keine Genehmigung heißt keine Bergung. Nee. Mit dem Geld hätten wir ausgesucht. Und zwar wir beide. Okay, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich will nicht noch mit 60 Bergungen machen. Du etwa? Besser als Gefängnis. Hör zu, ich muss ablehnen. Und das solltest du auch tun. Pass auf, nimm's einfach mit. Mir zuliebe. Ich ändere meine Meinung nicht. Schadet ja nicht, drüber zu schlafen. In jedem Film und in jedem Spiel. Ich ändere meine Meinung nicht. Naja, gut. Schlaf eine Nacht drüber. Denk drüber nach. Und dann. Ah ja, komm. Den Job, den machen wir. Aber das ist nur eine Ausnahme. So läuft's immer. Hier hast du echt gute Arbeit geleistet. Das Suchgebiet eingegrenzt. Das wäre ein Wahnsinnsfund. Aber man kann leider nicht so richtig was drauf lesen. Das ist natürlich doof. Nein, nein, niemals. Du kommst zu den anderen. Und damit herzlich willkommen hier in meiner Bude bei Kapitel 4, ein normales Leben. Tja, schauen wir uns mal ein bisschen um, ne? Was wir hier so zu entdecken haben. Ich hab mal deinen großen Bruder bestiegen.
Das hört sich komisch an. Aber dann können wir ja vielleicht gleich mal uns die Schätze angucken. Ja, wir haben schon drei wahrscheinlich da oben vergessen. Chiriks Schmuckstück Hai. Okay. Eine antike Taschenuhr. Und eine antike Token for Arcade Online, no cash value. Kopf oder Zahl, wer gewinnt? Gut. Yep. Eines der seltsameren Dinge, die ich gesammelt habe. Naja, sieht aber nicht schlecht aus, ne? Meine, kann man sich mal in die Wohnung stellen. So, was haben wir hier? Eine spanische Dublone aus einem deutschen U-Boot. Mitten im Dschungel. Wer hätte das gedacht? Aha. Sehr interessant. Was haben wir hier? Sir Francis Drake opfert sich für Sally. So. Das habe ich auf meiner alten Kamera gefunden. Ich dachte, du würdest es gerne haben. E. Punkt. E. Punkt ist der Schwester vom, ist der Bruder vom G. Punkt. Umdrehen. Gut, da gibt es nichts weiter zu sehen. Was ist das hier? Sir Francis und seine raffinierten Rätsel. Lass uns doch ein Rätsel machen. Anstatt hier durch unsere Wohnung zu laufen. Ne? Das wäre doch auch mal eine Möglichkeit. Da ist das Kreuz, was wir in der zweiten Folge, glaube ich, gefunden haben. Danke für nichts, das war's. Tja. Leider hat das nicht funktioniert. Und hier haben wir noch eine Mappe. Objekt untersuchen. Schauen wir mal nach. Nein. Nein, lieber doch nicht. Okay. Gut. Was haben wir denn sonst noch so Schönes? Da haben wir noch was. Das war eine verrückte Nummer. Iron of the Pillars. Objekt untersuchen. Royal Inn. Hi Nate, wie geht's? Ich habe meinen üblichen Unfug getrieben. Nichts Großes, aber genug, um die Heizung am Laufen und das Weinregal gefüllt zu halten. Ich habe Wind von einer Sache bekommen, die genau das Richtige für dich sein könnte. Solltest du deine Meinung jemals ändern, wäre ich immer zu einem kleinen Ausflug bereit. Liebe Grüße von Chloe. Sonst können wir nichts machen. Okay. So, und was haben wir da noch? Nicht mehr wirklich, mein Ziel. Gürtelschnalle. Oder? Ja, ich denke, es ist eine Gürtelschnalle. So, schauen wir aus dem Fenster raus. Doch leider ist da nichts mehr draus. Ja. Da kommen sie. In Deckung. Ich bin umzingelt. Schwarze. Lass dich nicht überrumpeln, Nate. Zeig's mir. Hab dich. Wie ein Profi. Ist gut. So macht man das.
bin gleich da. Und damit verabschiede ich mich erstmal für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Und dann gehen wir zum Essen. Ciao.